Gesundheit und Soziales. Die jüngste Vergangenheit hat es eindringlich gezeigt. Die Anerkennung und Wertschätzung aller Beschäftigten im Gesundheitswesen muss deutlich verbessert werden, insbesondere im finanziellen Bereich. Um dies zu unterstützen und zumindest teilweise für eine Entlastung der Beschäftigten zu sorgen, halten wir die Einführung eines verpflichtenden sozialen Jahres mit angemessener Vergütung für sinnvoll. Damit kann eine verbesserte Wahrnehmung der betreffenden Berufe in der Bevölkerung erreicht und für eine gezielte personelle Entlastung gesorgt werden. Darüber hinaus gibt es im Gesundheitswesen zahlreiche Mängel, die es zu beseitigen gilt. Die Sicherstellung einer medizinischen Grundversorgung für alle Bürger ist nicht mehr flächendeckend gegeben, insbesondere was die Versorgung mit Medikamenten betrifft. Die Abhängigkeit von Importen, zum Beispiel aus China, kann in diesem Bereich langfristig fatale Folgen haben. Dadurch tritt die vorhandene Zweiklassenmedizin noch stärker hervor. Auch das Abrechnungssystem zwischen Ärzten und Krankenhäusern auf der einen und den Krankenkassen auf der anderen Seite bedarf einer umfassenden Reform. Wir Freie Wähler wollen eine Qualitätsoffensive für Krankenhäuser starten. Wer im Krankenhaus liegt, sollte möglichst schnell gesund werden. Dazu braucht es Qualität und Wohlbefinden. Gerade bei tropischen Temperaturen, wie wir sie jetzt im dritten Hitzesommer in Folge erlebt haben, bedarf es für Patienten und Pflegekräfte klimatisierter Räume. Was auf den Stationen der Privatversicherten üblich ist, muss auch für gesetzlich Versicherte Standard werden. Für Pflegekräfte ist nicht nur eine bessere Bezahlung wichtig, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen. Im Sommer müssen Krankenhäuser mit Klimaanlagen auf dem neuesten Stand der Technik selbstverständlich sein. Moderne Klimaanlagen mit Frischluftzufuhr kühlen nicht nur, sie führen zu einer Verminderung von Viren und Krankheitserregern in der Raumluft.